Ja, okay. Was haben wir denn da noch? Vorgehensweise ändert sich bei jedem Mord. Der innere Antrieb ist der gleiche. Deswegen erscheinen die Morde beliebig und zusammenhängend. Aber die Polizei sieht die Verbindungen nicht. Außer Officer Baxter. Eigentlich vertraue ich ihm nicht. Aber er ist meine einzige Chance. Uiuiuiui. Ein Verhaltensmuster in den Mordmotiven, das die Polizei nicht sieht, ist der Fokus von Joyce Mutter. Aber sie hat Schwierigkeiten, die Cops davon zu überzeugen, sie ernst zu nehmen. Wow. Okay, was haben wir hier noch? Fan der Geschichte Salems. Baxter hat sich über die Geschichte Salems informiert. Sieht nicht nach etwas aus, das ihn interessieren würde. Oho. Was haben wir denn hier noch? Was ist das? Eine Schrotflinte? Was ist das denn hier? Angeben? Ach so, das ist. Ja, wollte ich gerade sagen, eine Trophäe. Das macht Baxter also in seiner Freizeit? Bowling spielen. Na, okay, gut. Er ist nicht das Interessanteste, aber okay. Warum sollte Baxter die Stadt verlassen? Ja, warum hat er so viele Fahrkarten? Das ist sehr eigenartig. So, ich brauche noch drei Stück. Sag mal, was soll das denn alles noch sein? Hängt hier noch irgendwo was an der Wand? Ich verstehe es nicht. Also, ich bin echt anscheinend sehr, sehr schlecht, was es angeht, die Sachen hier zu finden. Könnte das hier noch helfen? Nein, natürlich nicht. Wenn ich hier aus dem Raum gehe, dann, ja, kann ich nicht weiter ermitteln. Was haben wir denn da noch? Eine Steckdose. Irgendwas brauche ich noch. Irgendwas, was mir hilft. Muss irgendwas hier noch auf dem Tisch liegen oder auf dem Boden. Eine Blume. Ich weiß es nicht. Was soll das denn noch sein? Drei Sachen. Hey, kannst du den Anrufbeantworter abhören? Okay. Baxter, du wurdest von dem Fall abgezogen. Ich will die Akten und das Buch des Mediums haben, sofort. Rex fragte immer noch nach dem Buch. Es muss also irgendwo hier sein. Gut. Baxter hat das Buch wahrscheinlich irgendwo in seinem Büro versteckt, weil Rex noch danach suchte. Warum hat er es versteckt? Hat er vielleicht wirklich doch was mit dem Fall zu tun? Also, ich finde das schon sehr bedächtlich. Ist das überhaupt ein Wort, bedächtlich? Ich bin mir gerade nicht sicher. Da war irgendwas. Was? Was hat das Mal an der Wand verursacht? Warte mal, das muss ich mir mal genauer angucken. Darf ich kurz zurück? Das muss ich jetzt erstmal genauer sehen. Was ist das denn? Ah, das Regal wurde anscheinend verschoben. Okay. Auf jeden Fall, ich denke mal, der Gewehrschrank. Es wurde gezogen. Nein, das ist nicht. Was? Er wurde nicht gezogen? Dann wurde er halt wie gezogen. Gewehrschrank. Ist auf jeden Fall schon mal ein Fleck. Projizier, aufgedruckt, ein Fleck. Und was soll das jetzt projiziert? Ich hätte gesagt, jetzt wurde der Gewehrschrank wurde gezogen. Aber gut aufgedruckt. Hä? Ach, na klar, ja, okay. Ah, da muss ein Hebel drin sein, der nach innen aufgeht. Ich sag's besser dem Mädchen. Das ist jetzt aber, da kann man sich echt streiten, also. Ich hätte jetzt gedacht, das ist gezogen, weil die würden da gut hinpassen, diese Stelle. Aber gut, dann wären wahrscheinlich mehr Schürfwunden oder sowas Ähnliches an der Ich Wand. glaube, ich hab's.
Zeig's mir. Da ist ein Knopf an der Seite des Waffenschranks. Ja, das ist es. Bitte sag mir, du weißt, was all diese Symbole bedeuten. Ja, ein paar davon kenne ich. Hä? Komisch, ihr letzter Eintrag lautet, er weiß von mir. Oh Gott, das heißt, er war hinter ihr her. Das weißt du nicht. Komm, wir müssen weiter. Oh, Mist. Hey, was ist das? Das Museum. Komisch. Wie kommt das in Ihr Buch? Keine Ahnung. Nimm es einfach, wir finden es später raus. Sie ist hier irgendwo. Ich sehe hier nach. Check du die Büros. Wir müssen los. Bleib außer Sicht. Los, los! Oh oh. Jetzt wird's spannend. Sie wird gesucht. Gala-Einladung. Die Gala-Einladung? Ein Flyer der Gala im Historischen Museum Salems. Warum sollte der im Notizbuch ihrer Mutter sein? Aber ehrlich, ich finde das nicht in Ordnung, dass dass jetzt die ganzen Sachen da so blöd waren. Also du weißt, ihr wisst schon, was ich meine, ja? Also dieser Abdruck hätte viel bedeuten können. Da musste ich jetzt echt raten. Und meh. So. Hallo. Na, Cop, was machst du hier? Und mal bitte auf, hier zu suchen, ja? Ich finde das nicht in Ordnung, was du hier machst. Was soll ich denn jetzt hier? Kann ich hier im Büro vielleicht einmal Poltergeist spielen? Da musst du hier reinkommen. Es klingelt. Hallo, es klingelt. Gehst du da jetzt ins Büro? Ja, vielleicht? Das Telefon klingelt, hallo? Du musst da reingehen. Dann halt nicht. Dann mache ich den Drucker hier halt kaputt. Das ist deine Chance. Lalala, ja vor allem, er guckt so, was heißt das wohl? Der Drucker spuckt Papier aus, Das ist so doof. Ich muss nochmal in sie reingehen gleich. Außer sie wird gleich verhaftet. Oh nee, wir gehen eine andere Treppe runter. Wie, du willst durch die Haupthalle laufen? Du bist ja wahnsinnig, ey. Warte, warte. Ich muss nachsehen, ob die Luft rein ist. Rex. Wer ist das? Ein Cop, dem du aus dem Weg gehen solltest. Okay, du musst zu dem Raum dort gelangen, aber warte auf mein Signal. Hey, Lieutenant, warten Sie. Wissen Sie, was der ganze Aufruhr ist? Los, los, los! Wir durchsuchen das Gebäude. Ist sie mit Waffen verwandt? Diese Räume sind von außen abgesperrt. Ich frag Sie, wenn wir sie haben. Hören Sie, ich wollte sagen, Ronan war ein klasse Cop. Hat die Marke mit Ehre getragen. Ich hasse es, wenn man mich anlügt. Ich lüge nicht, aber naja, kein Grund auf seinem Grab rumzutrampeln. Er hat die Marke getragen, weil er dachte, sie schüchtert die Leute ein. Und gleicht den ganzen Mist aus, den er früher getan hat. Dass er alles wieder ins Lot bringt oder beweist, dass er nicht der ist, für den ihn alle halten. Ich kann verstehen, dass die meisten glaubten, er lebe auf der falschen Seite der Gefängnismauern. Und vielleicht stimmt das sogar. Hey, hey, ich weiß Bescheid. Aber er war ehrlich. Er konnte dir in die Augen sehen und dir genau sagen, was er dachte. Diese Art von Mut scheint dieser Tage selten zu sein. Er hatte nicht viel, worauf er stolz sein konnte. Aber wenigstens hat er nie versucht zu verbergen, wer er war. Tut mir leid, Sir. Es ist für alle hart. Was habe ich gerade übers Lügen gesagt? Wow. Okay, jetzt habe ich auch ein bisschen was Neues über mich erfahren. Scheiße, was ist das für ein Ort? Die Glockenmörder-Einsatzzentrale. Alles, was wir bis jetzt über den Fall wissen. Nun, ich habe, was ich brauche, also. Man hey, sieht sich. Wenn du weiter versuchst, das allein durchzuziehen, bringst du dich noch um. Einigen wir uns auf. Ich schuld dir was. Scheiße. Boah, ist die doof. Was soll denn das? Die hätte ja wenigstens das Fenster offen lassen können, ey. Oh, Mann, oh, jetzt muss ich wieder im Kreis laufen und ein Hurricane beschwören. Ah!
Okay, gut, reicht. Ach, diese kleine Bestie. Was ist denn hier los? Wir müssen ihn irgendwie erwischen. Wen denn? Den Glockenmörder? Den kriegt ihr nicht. Ob ein SWAT-Team mit ihm fertig werden würde? Bestimmt, wenn die von Weitem schießen würden. Aber eventuell hätte er das schon im Plan und naja, das würde schief gehen. Was haben wir denn hier? Hey, Baxter. Verlässt du dich immer noch auf diese Zaubertante? Du weißt, ich halte nichts von diesem Geisterscheiß. Aber sie hat eine Spur. Für mich zählt nur das Ergebnis. Wenn du eine verlässlichere Quelle findest, lass es mich wissen. Oh, wir haben die Wahrheit über Baxters Zeugen gefunden. Oder die Wahrheit über Baxter in diesem Fall. Baxter arbeitet immer noch am Glockenmordfall, obwohl er davon abgezogen wurde. Ja. Gut, damit haben wir jetzt Baxters wahre Absichten schon mal raus. Und wir gehen hier noch einmal raus. Ja. So leicht kommst du mir nicht davon. Wenn dir so viel an dem Fall liegt, dann find deine eigenen Beweise. Ohne mich wirst du deine Mutter nicht finden. Was? Was bringt sie dazu, mir zu helfen? Was? Jetzt überfordere mich doch nicht so. Ausgerissene Zeugen. Nein, Mutter der Zeugin wird vermisst. Motiv des Mörders. Was ist das denn? Nujit besagt, die Zeugin soll das Buch zum dem Glockenmörder. Nee, das hilft mir nicht. Nein, halt, zurück. Oh, das hilft mir auch nicht. Zielort. Nee, das ist auch abge... Identität des Mörders. Nee, das hilft mir, glaube ich, auch nicht. Vielleicht das. Ich denke, das ist nicht richtig. Ja, das war wohl falsch interpretiert. Der Glockenmörder war vermutlich auf der Suche nach der Mutter der Zeugen. Dann wahrscheinlich... Nein? Zeugin lief von zu Hause fort, um schwieriger für hilfsbedürftige Geister zu finden zu sein. Was soll mich denn... Was? Hä? Vielleicht das? Finde mein Buch im Polizeirevier und schau nicht zurück. Okay, hör mal. Deine Mutter schrieb das Buch, um zu helfen, den Mörder zu fassen. Aber es wird dir nicht sagen, was ihr passiert ist. Die Antworten auf unsere Fragen bekommen wir nur, wenn wir den Mörder finden. Ich brauche einen Helfer in der Welt der Lebenden und du brauchst einen Detective. Ihr letzter Fall. Ashland Hills Friedhof. Sie können es nicht sehen, aber es ist da. Was? Keine Ahnung, Schätze. Mom hat gedacht, dort gäbe es einen Fall, der mit dem Glockenmörder zu tun hat. Die Cops sahen das anders. Gut, dann gehen wir als nächstes. Ashland Hills. Wir? Komm schon, wir brauchen einander. Du brauchst mich wesentlich mehr als ich dich. Von mir aus Partner? Okay. Fürs Erste. Der Moment ist alles, worum ich mich sorge. Ronan. Mein Name ist Ronan O'Connor. Ich bin Joy. Im Ernst? Ist Ronan etwa besser? Haben deine Eltern gedacht, dass du mal ein Gladiator wirst? Wir gehen also wirklich auf einen Friedhof. Yep.
Ich muss was erledigen. Schlag vor, wir treffen uns dort. Nein. Du lässt mich nicht schon wieder. Wenn du mir folgst, kannst du unsere Abmachung vergessen. Wenn es so sein soll, dann sehe ich dich dort. Wenn nicht, dann nicht. Du tauchst besser auf diesem Friedhof auf, Kleine. Du bist die einzige Lebende, die mir bleibt. Sag mal, beobachtet die mich? Partnerschaft ist zwar eine sehr, sehr zweifelnde und brüchige Partnerschaft, aber immerhin eine Partnerschaft. Joy braucht meine Hilfe, um ihre vermisste Mutter zu finden und kann mir helfen, den Glockenmörder aufzuspüren. Yay! Ich würde sagen, damit sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Ich hoffe, wie gesagt, immer noch, dass ich diesen Fall hier lösen kann. Das wäre nämlich sehr schön, wenn ich den noch gelöst bekomme vorher, bevor ich auf den Friedhof gehe. Ansonsten, naja, muss ich mich selbst damit auseinandersetzen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt, wir spuken rum und helfen der Welt, psychisch kranke, labile Leute von der Welt zu bringen. Ja, das klingt gut. Okay, bis dahin und wir sind raus!